Hallo, Stia, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für diese Woche steht. Ja, schauen wir mal zusammen, Stia. Ein König der Stäbe rausgekommen, Stier. Sternzeichen Löwe, Schütze, Sternzeichen Widder. Ist auch der König der Arbeit. Schauen wir mal. Viele Menschen auf dem Tisch, Stier. Unter dem Deck ist die Sonne und das ist, was du nicht sehen kannst. Und das ist diese Klarheit, dieses Licht, diese neue Anfänge. Die Sonne ist die beste Karte im Tarot, Stier, und spricht natürlich für Klarheit, für Licht, für Gesundheit, für viel Reichhaltigkeit. Eh? Und jetzt, wenn ich denke, dass vorher jetzt die Karte der König der Stäbe rausgeflogen ist, und die Sonne spricht sehr stark für Sternzeichen Löwe. Also hier hätten wir Sternzeichen Löwe zu sehen. Aber schau mal, Stier. Der König der Schwerter, Zehn der Schwerter, nee, der König der Kelche, Entschuldigung. König der Kelche, Zehn der Schwerter, König der Münzen, König der Stäbe. Ich habe drei König hier, ja. Sind ermächtigte Energien, was wir hier haben, Stier. Ja, wir reden ja nicht über Puppen oder über Rittern, wir reden über Könige, ja. Also eine ermächtigte Energie. Erde-Element wie du. Ja, Stier, Steinbock, Jungfrau oder Wasser-Element, Fische, Krebs, Skorpion. Natürlich sieht man hier Zehn der Schwerter, Stier. Ist eine Situation, die schon beendet ist. Eine Situation, wo man sieht hier eine Vergangenheit. Zehn der Schwerter spricht für eine Situation, die schon beendet ist. Interessante Mischung von Karten, Stier, wenn ich dir ehrlich bin. Also wir haben hier total viele Personen auf dem Tisch. Ja? Augenblick. Die Hohepriesterin. Die Intuition sieht man hier, Sternzeichen Fische. Sternzeichen Fische sehr stark zu sehen. Und ja. König der Kelche, Sechs der Kelche. Diese Vergangenheit sieht man hier sehr stark. Stier, also irgendwie ist die Vergangenheit hier zu sehen. Die Nostalgie ist hier zu spüren. Erinnerungen von dieser Vergangenheit sieht man hier sehr stark, Stier. Nochmals, Sternzeichen Fische. Also es kann ein König wie eine Königin sein. Ja, also eine Situation hier, die wirklich beendet ist. Ich habe sechste Kelche, sechste Münzen, ja? Die Nummer 66 ist vielleicht wichtig für dich. Schau mal jetzt, Stier, der König der Münzen und vier der Stäbe. Es gibt hier eine positive Mischung von Karten. Viel Reichhaltigkeit spürt man hier, viel Stabilität. Ich habe hier mit einem Kompromiss zu tun, mit einem festen Kompromiss, Stier. Interessant, wir haben hier deine Energie, ja. König der Münzen spricht sehr stark auch für dich. Ja, also in dieser Karte spürt man schon eine Stabilität, eine starke, auch finanziell gesehen, ja,
vierte Stäbe, Kompromisse. Die Nummer 11, 11 sieht man hier. Interessant, Stier. Also ich kann dir nur sagen, der König der Stäbe ist die erste Karte, die rausgeflogen ist. Ja? Sternzeichen Löwe, Schütze, Widder, ist auch aber der König der Arbeit, ist irgendwie Sternzeichen Löwe, ist hier sehr stark zu spüren. Stier, und was ich halt jetzt sehe, ist, dass nach dieser Zeit, wo du jetzt viel nachgedacht hast oder sogar allein warst oder keine Kommunikation mit niemand oder wenig Kommunikation oder für dich warst zum Nachdenken, ja, vielleicht reden wir hier sogar über, für manche über eine Krankheit, Stier, aber es ist die Sonne da. Also es gibt hier eine Heilung, ja. Was du nicht siehst, ist, dass irgendwie du wirst in dieser Situation diese bestimmte Licht haben, diese Klarheit haben. Momentan zeigt sich die Karte die Sonne gerade bei mehreren Sternzeichen. Ne? Ist interessant. Also auch bei Sternzeichen Fische, Stier. Interessant, weil ich habe hier Sternzeichen Fische sehr stark zu sehen. Auch bei Sternzeichen Fische kam diese Energie. Nicht nur Fische, sondern bei wem noch? Ich musste jetzt da nachdenken. Auf jeden Fall, also die Karte, die Sonne, deutet ja auf eine neue Geburt, eine neue Situation, eine Klarheit, ein Licht. Plötzlich bekommst du irgendwie Licht in eine bestimmte Situation, die dich beschäftigt, Stier. Ja, das sieht man hier. Das sieht man hier. Und irgendwie, es gibt hier auch Freude. Man trifft eine Person, man sieht eine Person. Stier, vierte Stäbe, also die Nummer 11, 11. Und die Nummer 4, 4 sehe ich auch zweimal. Die Nummer 44, ja. Auch eine wichtige Zahl. Und die Nummer 66 bei dir. Kompromisse, das Gefühl von Kompromisse. Also Stier, wenn ich dir ehrlich bin, mit diesen drei König hier, ist eine interessante Sache. Natürlich für manche, man hat hier vielleicht in manchen Fällen Optionen oder in manchen Fällen sind hier, genau, Kompetenzen oder auf jeden Fall mehrere Energien, das ist schon mal sicher. Und in manchen Fällen tatsächlich, wir reden über eine Vergangenheit, eine Situation, die beendet ist. Und, aber man könnte hier schon denken, dass jemand hier mit zwei Energien arbeitet oder zwei Personen irgendwie Kompetenzen, Optionen hier sind. Aber eine sehr positive Karte sieht man bei dir, vierte Stäbe. Ja, was über Kompromisse spricht. Über Kompromisse. Begleitet mit einem König der Münzen. Also Stier, ich sehe hier viel Stabilität, ja. In dieser Mischung von Karten. Viel Stabilität, viel Reichhaltigkeit, aber auch eine Situation, die sehr ernst, solide sich fühlt. Ja, es ist eine solide Situation hier zu spüren. Natürlich habe ich hier auch Umzug. Ja? Also vielleicht zwei Personen, die sich einen Umzug sieht man hier auch. Ja, einen Umzug sieht man hier. Die Familie sieht man hier. Die Familie irgendwie. Dieses viel Stabilität. Ja? Viel Stabilität sieht man ja hier. Nochmal, Sternzeichen Löwe sehr stark zu spüren. Und, aber es sind mehrere Personen hier zu sehen. Ne?
Also Stier, das ist, was ich hier für Energien auf den Tisch habe für diese Woche, für dich. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Woche und wir sehen uns bald. Dankeschön, Stier. Bis bald. Tschüss.